Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play World of Warcraft. Ja, ich freue mich schon wieder, dass es weitergeht. Und ich werde mich direkt mal hier an die Schleime wagen. Also, wir müssen ja hier jetzt solches Öl sammeln und ich habe jetzt diese Region einfach mal als optimal gedacht. Also, ich denke mal, hier gibt es genügend Schleime. Bisher haben sie ja noch nichts dabei gehabt. Ich bin aber in keinem Raid, nein. Ich mach mal keine Quest in einem Raid. So, hier stehen aber schön viele. Ich könnte jetzt hier auch immer in die normale Form switchen und die mit irgendeiner Distanzattacke pullen. Aber muss ich nicht. Und da ist auch schon das erste natürliche Öl dabei, cool. Ja, die abtrünnigen Druiden, die versuchen hier auch noch irgendwas zu reißen, gelingt ihnen jetzt nicht so gut. Vielleicht haben wir auch Glück und bekommen hier auch irgendwann mal noch so ein Haustier. Die Chance ist zwar ziemlich gering, aber hey, wieso nicht? Man sieht sie hier auch schon überall wieder rumwabern, diese roten Substanzen. Ich frage mich, ob das Blut ist oder ob das hier einfach nur irgend so eine rostige, dreckige Masse ist, wer weiß. Ja, die sind jetzt auch schon wieder grün im Levelbereich, also wirklich überhaupt keine Herausforderung für uns, vor allem da wir dieses accountgebundene Equipment haben. Und es läuft wie geschmiert, haha, so wie die Quest auch heißt. Ich könnte hier auch ganz funky immer zwischenher switchen, um schneller voranzukommen. Ja, wenn ich Bock habe. Ich bevorzug's aber lieber so ein bisschen ruhiger jetzt beim Let's Playen. Hey, man muss sich nicht immer so viel Stress machen. Klar, wenn ich jetzt so übelst Power leveln würde, dann wäre das sicherlich sinnvoll, wenn ich ja auch immer auf meinen Kodo zwischen den Gegnern switchen würde und hier nicht so einen Mist machen würde, sondern einfach mal straight durchspielen würde. Aber ich denke, das ist gar nicht das Ziel beim Spielen, sondern ich denke, irgendwie das Ziel beim Spielen ist es, Spaß zu haben. Weiß ja nicht, wie es mit euch da aussieht. Klar, man liebt die Herausforderungen und so, aber letztendlich dann ja auch nur, um Fun zu haben. So. Ich werde es jetzt aber trotzdem machen, weil jetzt hat es mich irgendwie gepackt, klar. Ich mag schon irgendwie das immer so ein Stück besser werde. Ich meine, wenn ich immer bei irgendeinem gleichen Status bleibe und mich nicht mehr verbessere, dann läuft irgendwas falsch. Wieso sollte man irgendwann aufhören, sich zu verbessern? Und da ist Stufe 23 auch schon da. Ja, super. Dann werde ich jetzt einfach mal auf meinen coolen Kodo steigen und wieder die Quest abgeben gehen. So, wir haben jetzt auch wieder einen neuen Talentpunkt zu verteilen. Wilde Hiebe kann ich damit jetzt vervollständigen. Hier sind auch schon die ersten Schurken. Man hat ihn da gerade gesehen. Und dort ist eine Windstahlblume, die kann ich aber gar nicht pflücken. Ja, ich glaube, meine Kräuterkunde ist langsam auch so ein bisschen zu niedrig. So ein Richtwert ist ja, glaube ich, immer gewesen, so eine Faustregel Level mal 5. Das sollte man so circa haben. Das ist bei mir jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Ja. Also, ich bin da jetzt viel zu niedrig und sollte das mal aufholen am besten. Ja, kann ich ja vielleicht mal nebenbei machen. Ich denke, das stört nicht, wenn ich das mal auslasse. Und ja, wir sollen uns jetzt hier wieder melden. Wir sollen die Koka begleiten. Ach ja, klar. Und danach uns bei den Typen im Lager melden. Ja, red mal doch mal mit der. Ich bin bereit, hier loszumachen. Und ja, folgt mir, Sass. Beeilung. Okay. Und sie hat auch eine Pfeife dabei für Brutusk. Ja, da kommt er auch schon angerannt. Der nimmt uns jetzt auch direkt freundlicherweise mit und ich steuere hier das Ganze wieder. Und die knallt hier einfach mal nebenbei ein paar Allianzler ab. Auch sehr nice. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade was wirken kann. Nein. Ich kann im Moment gar nichts machen. Aber
Die Allianzler verbrennen hier am lebendigen Leibe. Geht uns aus dem Weg, ihr Trottel! Und da feuert sie einfach eine Feuersalve aus Pfeilen und sie werden auch alle verbrennen. Vorher hatte das Maprotusk erleidigt, ja. Eine Mischung aus erledigt und leiden. Das wird auch gerade mit den Allianzlern passieren. Sie hat aber auch ein paar Treffer abbekommen und ist verwundet. Hoffentlich ist das jetzt hier nicht die nächste, die drauf geht. Das wäre so ein bisschen übertrieben. Ja. Okay. Habt ihr auch gesehen, was passiert ist. 7 Intelligenz, habe ich denn das Equipment dabei? Oh, ich weiß gar nicht, wie gut jetzt Willenkraft unbedingt ist. Ob ich das jetzt unbedingt brauche. Ich weiß überhaupt nicht so, was ich als Heiler jetzt derzeit brauche. Weil ich jetzt hier nicht geheilt habe. Weil wir haben noch gar keine Schulterstücke. Nehme ich die doch einfach mit, auch wenn sie Stoff sind. Und wir sollen mit Kardak sprechen, um ihn zum Splitterholzposten zu begleiten. Okay. Der stand hier doch auch irgendwo. Das letzte Mal. Das letzte Mal halt, wie gesagt. Na, wo ist er denn jetzt, der gute Kardak? Ach, das war der Questgeber. Coole Sache. Okay. Und Brutusk ist für alles bereit. Jetzt sitzen wir vorne. Wir sind jetzt anscheinend die Nächsten, die sterben, weil vorne sitzen ist ja nie so gut. Und wir beginnen erstmal mit einem Sprung, der so hoch ist wie ein halbes Haus. Ist klar. Aber jetzt geht's hier mal flotter voran und die können uns gar nicht treffen. Wow, was hat der denn hier für schamanische Kräfte? Also, hier kommt einfach mal der übelste Blitz und alle sterben. Wow, der springt hier fast so hoch wie ein Baum. Was ist das denn? Ich glaube, der hat hier keine gesunden Mittel eingenommen, dass er so viel Muskeln hat. Ja, das wird ihm irgendwann noch zum Verhängnis. What the? Das ist ja phänomenal, wie hoch wir hier springen. Okay. Vor allem, wie viel Masse er auch hat, bestimmt. Und trotzdem so hoch springen kann. Also die Kraft, die er dabei aufbringt. Krass. Und hier sind wir jetzt auch beim Splitterholzposten. Und der wird belagert. Ja, das war mal ein Posten, der schon bestand, bevor das Ganze sich hier im Echental verändert hat. Da war es ja aber noch ein bisschen ruhiger. Und jetzt brennen hier so ein paar Uhrtürme. Ne, Uhrtürme. Ich habe die hier schon fast als Turm bezeichnet. Sind hier auch schon ziemlich groß, aber ein Turm sind sie dann doch noch nicht. Und jetzt wurden wir aber getroffen. Oh, Protusk ist jetzt... Oh, jetzt ist der Protusk gestorben, weil er hier von irgend so einem dummen Stein von so einem Uhrturm erschlagen wurde, ey. Das ist zum Kotzen, ne? Ist ja ganz klar, wieso ich mich jetzt bei der Allianz räche. Wenn die hier so einen Scheiß veranstaltet, einfach mal. Unverständlich. So, und wir haben jetzt aber auch die Quests abgeschlossen und an Gedenken an Gurka haben wir jetzt auch Gurkas Band erhalten. So, und wir sollen die blutbesudelte Axt ihm bringen. Der ist dort hinten in der Höhle. Hier gibt es jetzt auch einen neuen Windreitmeister. Wir haben einen neuen Flugpunkt. Gibt ja jetzt auch sehr viele Flugpunkte allgemein. Und wir sollen auch noch neuen Kundschafter des Eschentals töten. Das macht man natürlich auch noch direkt. Was hat die hier noch für eine Quest? Zerstört die Legion. Okay, wir sollen 15 Dämonen
am Dämonenhügel, am Dämonensturz und am Dämonenstieg töten. Das dürfte ungefähr die Region hier sein. Man sieht dieses kleine Gebiet hier vom Gebirge umringt. Und was ich jetzt noch jedenfalls machen werde, ist diese blutgetränkte Axt zu Durak bringen. Ich weiß auch noch nicht so genau, wer Durak ist, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei dem. Hier ist auch schon so eine ganz schöne Mine entstanden. Die ganzen Peons erledigen hier ihre Arbeit. Ja, der Durak. Der sieht schon irgendwie so ein bisschen komisch aus, ne? Okay. Dem gefällt unsere Heimtücke. Und wir sollen das besudelte Blut der Kaldurei auf das Herz des Waldes anwenden. Ja, das ist anscheinend auch schon ganz schön happy. Und wie es jetzt hier weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play World of Warcraft. Bis dahin, tschüss.